ziemlich erfolgreich zu Ende gebracht haben. Wir haben das als Pilotprojekt angelegt. Und zwar sind wir schon länger auf der Suche gewesen nach geeigneten Maßnahmen, speziell für Jungs, im Umgang mit problematischem Verhalten in den Bereichen Disziplin, Respekt oder eben auch Umgang mit Aggressionen im Schulalltag. Jungs, die ab Klasse 5 anfangen, auffällig zu sein. Wir haben nach einer Maßnahme geguckt, wie man möglicherweise Klassenkonferenzen verhindern kann, Möglichkeiten auch zu finden, zu intervenieren, bevor tatsächlich ein Verhalten so eine richtig falsche Richtung nimmt. Und uns ist die Firma Wenzelmarine da sozusagen beigesprungen, die gesagt hat, wir finanzieren euch ein solches Projekt, wir finanzieren euch einen Trainer. Und so konnten wir im Prinzip ab 1.2. mit finanzieller Unterstützung der Firma Wenzelmarine und dem FTSV Jahn-Brinkum gemeinsam ein solches Projekt außerschulisch starten lassen. So, und das sind 8 Jungs gewesen, der Jahrgänge 5 bis 7, die also jede Woche 90 Minuten unter Anleitung eines Trainers ein sportliches Training absolviert haben. Und was also an der Stelle ganz besonders wichtig war, ist, dass wir nochmal ganz anders mit den Eltern in Kontakt gehen konnten, dass wir nochmal ganz anders auch mit den Klassenlehrern in Kontakt gehen konnten und gleichzeitig es evaluiert haben, das heißt gucken konnten, verändert sich ein solches Verhalten tatsächlich, wenn sie ein spezielles sportliches Training kriegen, was Disziplin, Respekt und auch den Umgang mit Aggressionen berücksichtigt. Hast du schon alles gesagt? Gibt es da zuerst noch mal Fragen schon? Das heißt, ist es jetzt komplett zu Ende oder gibt es noch eine Fortsetzung? Wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung machen wollen. Da sind wir jetzt noch dabei zu gucken, wie man es genau machen kann und da noch mal alle dann an einen Tisch zu holen. Das ist zum Schuljahresende immer sehr eng mit den Terminen. Das werden wir dann also am Anfang des neuen Schuljahres ganz konkret nochmal besprechen. Genau, und im Prinzip ist das Entscheidende, dass wir eigentlich nochmal so ein Standbein gesucht haben, wo wir eine Möglichkeit haben, nochmal einen Eindruck von den Kindern selber gewinnen zu können, was jetzt außerhalb der schulischen Leistung ist und des schulischen Kontextes und darüber eben dann die Eltern auch nochmal ansprechen zu können und eben zu versuchen, einen weiteren Punkt, ein weiteres Standbein zu haben, um für die Jugendlichen also ein Konstrukt zu bilden, sie zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Bei welchen Kriterien sind die Jungs denn ausgewählt worden? Also die sind bei uns im System sozusagen gewesen. Wir betreuen als Schulsozialpädagogen ja jahrgangsweise. Das heißt, wir sind sowieso nah an den Kindern eines jeden Jahrgangs dran und kennen im Prinzip auch die Probleme. So. Und dann sind es natürlich Klassenlehrer, die kommen und sagen, ich habe hier einen, ich weiß gar nicht so richtig. Wir haben Kinder, die immer wieder auch durch eine Klassenkonferenz aufhören, wo wir dann auch gesagt haben, man müsste eben nochmal anders gegensteuern. Also im Prinzip Jungs, die sowieso im System bei uns schon sind. Und die wurden dann auf gut Deutsch verdonnert oder mussten die sich, haben die sich freiwillig gemeldet oder wie lief das dann ab? Nein, also im Prinzip kann man sagen, wir erhalten ja Kenntnis in dem Moment, wo es schwierig wird. Wo irgendwie plötzlich eine Fragestellung auftaucht und man sagt, dieses Kind verhält sich im Klassenkontext nicht so, wie es wünschenswert wäre. Und um eben präventiv auch darauf einzugehen, dass man eben möglichst eine Klassenkonferenz vermeidet, sind wir halt drin. Und dann haben wir natürlich auch einen guten Ansatzpunkt, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir haben hier ein Programm, um diese Klassenkonferenz zu vermeiden, möglichst, und um dieses Verhalten eben zu verändern. Die sind also alle mehr oder weniger freiwillig in dem Projekt drin. Das bedarf also einer Unterschrift von ihnen selber und von den Eltern. Dementsprechend geht es also durchaus ins Elternhaus, wird dort besprochen mit den Kindern und es muss also übereinstimmend
sein, dass Klassenlehrer das empfiehlt und Eltern sagen, ja, wir wollen das und Kind sagt, ja, ich will das. Also das ist so eine gewisse Einsicht ja auch schon mal voraus bei den Schülern, ne? Genau. Vor allem auch bei den Eltern. Mhm. Und eben die Aussicht auf eine Veränderung und auf Erfolg. Ne? Gab es denn irgendwelche Fälle, wo die Eltern sagten, die machen wir nicht? Gab es auch. Ja. Haben wir auch gehabt, ja. Und da muss man das dann auch akzeptieren. Ne? Aber ja, auch da kann man vielleicht dann im Rückschluss sagen, die wir in dem Projekt haben, die haben wir also definitiv vor den Klassenkonferenzen retten können. Andere dann eben nicht. Ja, gemacht, ich hatte geschrieben, 3 Euro kostet die Teilnahme, aber das machen wir schon seit ein paar Jahren nicht mehr, das kostet 4 Euro. Und ich hatte so nach alter Manier den falschen Betrag eingetragen. Ja, bei mir geht es um ein weniger ernstes Thema. Also es geht um die nächste Radtour, der Gästeführung Stur, die am 6. Juli stattfindet. Und zwar werden wir auf der Babywaldroute mal wieder fahren. Also diese Tour hatte ich vor 10 Jahren das letzte Mal angeboten, eine Hälfte der Babywaldroute. Und im Jahr darauf dann die andere, denn das sind insgesamt 50 Kilometer und das ist natürlich für einen Nachmittag zu lang. Angefahren werden die Babywälder in Murdeich, Heiligenrode, Großmackenstedt und Varel. Hier sind die älteren Wälder der Gemeinde, die sich, ich habe es mir angeschaut, in den letzten 10 Jahren sehr verändert haben. Und dann werden wir, also in Eggese befinden sich 3, mittlerweile 4 Babywälder, da ist nochmal ein neuer angepflanzt worden. Und bei der Gelegenheit werden wir die Hofstelle Eggese Nummer 3 besichtigen. Und zwar hat diese Hofstelle unser neuer Gästeführer Jens Euen vor einigen Monaten übernommen. Und der bietet dort Führungen an. Also das ist nun wirklich sehr fachkundig, dann diese Führung. Er ist dabei, die alten Gebäude erstmal aufzuräumen und die sind aber in einem alten Zustand. Die Hofstelle wurde schon 1937 aufgegeben und es wurde also nichts mehr renoviert, sodass sie wirklich noch in ihrem alten Zustand sind. Das sind einige Gebäude, das Hallenhaus, das ist also ein Fachwerkhaus von 1774, das Backsteinwohnhaus, das aber nicht besichtigt werden kann. Dann gibt es dort einen alten Schweinestall von 1902, einen Speicher mit Backhaus und als Besonderheit einen Erdkeller. Und den Hühnerstall baut der Herr Euen sich jetzt gerade zum Wohnhaus um. Ja, es besteht dann auch die Möglichkeit zum Kaffee trinken und Kuchen wird auch gereicht. Ja, dann werden wir weiterfahren und eben diese Babywälder auf der Strecke anschauen und bis Varel, das sind dann die letzten. Und die ganze Strecke wird etwa 24 Kilometer lang sein und die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. Ist das die erste Tour von Herrn Euen oder? Also Herr Euen hat letzten Monat schon mal seinen Hof vorgestellt. Ja. Und zwar hat er so eine Besichtigung des Mühlenensembles in Heiligenrode angeboten. Ja. Und dann ist die Gruppe mit dem Fahrrad nach Eggese gefahren und wieder zurück nach Heiligenrode. Und das wäre dann jetzt das zweite Angebot, diese Hofstelle zu besichtigen. Das ist wirklich sehr interessant auch noch, diese alte Hofpflasterung. Also es ist wirklich seit 100 Jahren nichts geändert. Ja, nichts geändert worden. Und das ist ja der alte Jürgenshof, der gehörte Frau Rita Jürgens, die hier in der Gemeinde auch bekannt ist. Die hatte ja damals für die ersten Babywälder auch ihren Grund und Boden zur Verfügung gestellt. Die Babywälder werden ja seit 1982 hier in der Gemeinde gepflanzt. Jedes Jahr einer mit einer großen Pflanzaktion, immer im November. Und da ist eben einer der ersten Babywälder auf dem Grundstück des Hofes.
Es ist einfach immer wieder zu sehen, wie die sich freuen. Und so vielleicht das ist, wie Luther schon gesagt hat, ja auch eine Wertschätzung. Die werden hier begrüßt, nicht nur von uns, sondern der Bürgermeister. Gut, dieses Jahr wird es ja Herr Richter machen, gehe ich mal von aus. Aber wirklich ganz offiziell eben vom Rathaus begrüßt. Wir sind froh, dass du in dieser Gemeinde deine Ausbildung machst. Und ich denke, es freut die schon. Und wenn man so die Handwerker sieht, wie sie immer in ihrem ersten Dress Name schon drauf gedruckt. Und so voller Stolz, komm, ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Ne? Und der 11 Jahre, immer eine Steigerung. Ich meine, der Erfolg gibt uns ja auch recht, dass das eine schöne Aktion ist. Und wir hören ja auch immer wieder von den Firmen, dass sie sagen, es ist so ein kleines Wirtschaftsforum, weil auch da der Austausch natürlich ist. Manche stellen sich schon gegenseitig die Auszubildenden vor, damit sie zusammen fahren können. Also das ist schon, ja, eine schöne, runde Geschichte. Es wird auch immer noch ein Foto gemacht und Stellt man dann auch fest, dass das dann auch in den Unternehmen hängt. Ne? Mhm. Ja, also Galerie. Also eine kleine Galerie zum Teil, ja, ne? So, ja. Wo man dann wirklich auch nachvollziehen kann, in den Jahren sind ja einige immer dabei gewesen, die stehen auch immer an der gleichen Stelle. Das ist ja auch wichtig, dass man sich sofort identifizieren kann. Wir haben natürlich die, die Berufsbekleidung haben, einen klaren Vorteil, ne? Die erkennen wir sofort. Und was ja auch ist, dass wir ja oft Leute wieder treffen, die wir als Auszubildende begrüßen haben, die heute in den Firmen Ausbilder sind. Also das ist ja auch etwas, was, wo man immer den bestehenden Namen hört, oh ja, die war vor ein paar Jahren noch selber Auszubildende. Ne? Und die machen das immer so ganz besonders. Das finde ich immer so toll, wie die sagen, ich habe mich damals so gefreut und heute bin ich mit meinen Schützlingen hier. Ne? Und da kann man natürlich auch nochmal so sehen, in diesen 11 Jahren, was ich da auch im Ausbildungsmarkt getan habe. Ne? Vor 11 Jahren war es ja noch zum Teil so, dass junge Menschen Ausbildungsplatz gesucht haben, händeringend nachgefragt haben. Wir kommen ja aus einer Zeit davor, wo ich mich als Wirtschaftsförderer noch gut daran erinnern kann, dass ich Klinkenputzen gegangen bin bei den Unternehmen und gefragt habe, könnt ihr nicht noch einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen? Hat es ja mal gegeben, darf man nicht vergessen. Die Zeiten sind lange vorbei, aber aus der Zeit kommen wir ja noch. Ne? Ja, das ist auch eine Wertschätzung für die Auszubildenden. Ne? Die werden ja, also die Firmen werden ja alle namentlich genannt, die Auszubildenden werden von Ute Südow alle namentlich verlesen, gehen dann nach vorne, bekommen diese Begrüßungsmappe mit einigen Unterlagen, so zu der Gemeinde Schur und anderen Dingen. Und die empfinden das schon als eine gewisse Wertschätzung. Und man muss auch sagen, dass andere Kommunen da schon auch ein Stück weit auf Schur gucken und sagen, Mensch, ja, toll, was ihr da initiiert habt in den letzten Jahren, würden wir auch gerne machen. Kriegen wir aber nicht so richtig auf die Beine, wie auch immer. Also das ist schon wirklich eine etablierte Veranstaltung, die auch eine Strahlkraft hat.